meinem Studium, ich war so ziemlich der Einzige, der plastische Chirurgie machen wollte. Was mich auch irgendwie verwundert hat, weil es ist doch ein sehr begehrtes Fach, ja, aber die Ausbildung, der Ausbildungsweg ist sehr langwierig, sehr schwierig. Und ich habe das aber geschafft. Also es hat sehr viel Disziplin und sehr viel Arbeit gekostet. Man sagt ja immer, Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre. Und da hat mein Oberarzt mich immer so ein bisschen geärgert, ne, beim Operieren, und hat mir absichtlich mal das Licht weggedreht und so. Und dann war es halt finster und hat er immer gesagt, ja, du musst auch unter widrigsten Bedingungen operieren können. Sprich, ich muss auch im Dunkeln oder blind operieren können. Ein normaler OP-Tag beginnt im Regelfall um 8 Uhr und endet circa gegen 16 Uhr. An einem Tag werden im Regelfall 4 bis 5 Eingriffe durchgeführt. Ich operiere grundsätzlich das gesamte Spektrum der Ästhetik, angefangen von Gesichtsstraffungen wie Ober- und Unterlidstraffung über Brustvergrößerung, Brustverkleinerung, Bruststraffung, aber auch körpermodellierende Eingriffe. Und zum Beispiel die Fettabsaugung. Am heutigen Tag steht als erster Punkt eine Oberlidstraffung auf dem Programm. Der Eingriff wird ca. 30 bis 40 Minuten dauern und in örtlicher Betäubung durchgeführt. Ziel des heutigen Eingriffs ist es, dem Wunsch des Patienten nachzukommen, frischer und etwas jünger auszusehen. Operationstechniken kann man lernen, Injektionstechniken kann man lernen, aber man muss erkennen, wo die Problematik ist und was Sinn macht zu verändern. Das ist das Entscheidende. Sehr schön. Kannst du ruhig aufmachen, die Augen. Da bin ich. Genau. Die Augen heute vor allem auch nicht zu viel öffnen, also und auch vor allem auch nicht belasten. Gell? Also okay. Handy. Ja, ja, ist halt eher, schwerfällt, ne? Eher zurückhaltend sein, gell? Okay. Aber es ist ja auch anstrengend für die Augen. Ne? Okay. Also die Augen ein bisschen schonen. Ne? Mhm. Gut. Super. Perfekt. Ich würde sagen, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, aber Schönheit liegt in jedem von uns. Man muss halt erkennen, wie kann ich diese Schönheit unterstreichen. Die M1 mit Beauty bietet für mich die idealen Voraussetzungen, meinen Beruf auszuüben. Wir haben hier eine perfekte Infrastruktur mit modernst ausgestatteten OPs. Ich habe ein Team, das mich sowohl im OP als auch außerhalb des OPs perfekt unterstützt, damit ich mich nur auf meine Arbeit konzentrieren kann. Der schönste Moment in meinem Beruf ist der, wenn ich ein perfektes Ergebnis erreicht habe und natürlich auch, wenn der Patient damit zufrieden ist.